Derby Nummer 1 in dieser 50. Bundesliga-Saison. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Es geht auf in das erste Revierderby. Dortmund empfängt die Knappen im Borussia-Park. Wir sehen die Heim- und Gäste, wir sehen sie einlaufen in ein Spiel, das gerade für den amtierenden deutschen Meister natürlich eines der größten Spiele im Jahr ist. Und dann auch noch Gastgeber zu sein, Gastgeber dieses Spektakels in der Jubiläumssaison. Wir schauen noch einmal auf die Spielerbegrüßung vor dem Spiel, bevor es dann zur Aufstellung geht. Ansgar von Hauenstein, Schiedsrichter beim heutigen Spiel, gilt als durchaus akzeptabler Schiedsrichter. Und wir sehen Blaschikowski und Hövedes bei den Schiedsrichtern für die Seitenwahl. Ein letzter Handshake, bevor es dann also losgeht. Diese Elf in der linken Leiste sind es. Mario Götze wird zunächst bei Dortmund auf der Bank Platz nehmen. Reus, Großkreuz, Kehl, Gündogan, Blaschikowski im Mittelfeld. Vorne der einzig wahre Robert Lewandowski. Schalke 04, die Torwartfrage erneut zugunsten von Lars Unnerstall. Ansonsten Papadopoulos, Matip, Fuchs, Hüvedes, bedeutet also, dass Christoph Metzelder auch zunächst auf der Bank teilnimmt. Lars Unnerstall, der ja ein Luxusproblem bei Schalke im Tor darstellt, zusammen mit Timo Hildebrand und Ralf Fährmann. Schalke stößt an zum ersten Revierderby der 50. Bundesliga-Saison in Blau. Von rechts nach links die Gastgeber in den weiß-schwarzen Trikots. Weiß, ich meine natürlich in den gelb-schwarzen Trikots. Gelb gegen Blau, Schalke gegen Dortmund, BVB gegen die Knappen, alles Mögliche. Und hier wird es heute zugunsten einer Mannschaft oder zum Unentschieden ausgehen. Erste Chance für Schalke. Dortmunder Abwehr hat die erste Bewährungsprobe gemeistert. Kehl. Vorteil laufen lassen. Foul von Jermaine Jones. Gut gesehen von Hauenstein, dass sich hier noch was draus entwickeln könnte. Großkreuz gegen Benedikt Hövedes. Das ist sehr einfach, wie die durchkommen. Reus mit dem ersten Schuss. Jetzt gab es da eben am Rand irgendwo gelb für Jermaine Jones, für das Foul an Kehl. Kann man so geben, hält den Fuß hin. Leider auch nicht das erste Mal, dass das bei Jermaine Jones passiert. Korrekte Entscheidung von Hauenstein, hier eine Karte zu geben. Dortmund mit der nächsten Kombination. Über wen wohl? Über Marco Reus, der in der Nationalmannschaft kurz davor sich einen Stammplatz zu arbeiten. Und dann dieses dämliche 4:4 gegen Schweden. Das ist Lewandowski, Unnerstall mit der letzten Fingerspitze noch dran. Ecke für den Gastgeber, für Marco Reus. Sucht da die Stürmer, Schalke noch nicht geklärt. Nochmal Gündogan, der Suatic mal ins Spiel bringt. Gündogan. Nochmal Kehl. Das ist gut gespielt von Kehl. Schalke passt auf mit Hintela und Jefferson Farfan. Jetzt spielen sie schnell über Holtby, über Neustädter, und das war gut gespielt. Aber Piszczek gewinnt das Laufduell mit Ibrahim Afella. Blaschikowski. Reus. Gündogan. Gut gespielt für Lewandowski. Unnerstall erneut mit einem sehr sicheren Eindruck auf der Linie bei den Knappen. Jones muss sich jetzt zurückhalten. Dortmund mit ersten Pfiffen. Die Mannschaft geht bei dem Spielaufbau der Schalker bislang noch nicht wirklich rein. Jones kommt sehr einfach durch mit Luis Holtby, mit Hündeler. Kehl dazwischen, aber nochmal Klaas-Jan Hündeler. Holtby, das war stark gespielt auf Neustädter. Jones, kein Abseits. Holtby, das ist gut gespielt an den Pfosten, der Schuss von Afellay, und dann hauen sie sich den Ball da fast selber noch rein. Erste richtig gute Chance
Und das war auch richtig stark ausgespielt von der Schalker Mannschaft am Dortmunder Strafraum. Blaschinkowski. Wieder Schalke, wieder Affelei dazwischen und wieder der schnelle Angriff, auch wenn Häupi der Ball da etwas verspringt. Neustädter. Gündogan stark dazwischen und das ist etwas zu weit gespielt für Lewandowski. Unnersteil ohne Probleme. Abwurf, es steht 0:0. Weiterhin im Signal Iduna Park. Fuchs. Häupi. Nochmal mit Christian Fuchs. Häupi wieder stark ausgespielt. Flanke kommt und Weidenfeller. Gut gemacht von Roman Weidenfeller, der da ran musste. Hummels, was für ein Fehler. Hünteler bekommt den Ball von Hummels serviert. Häupi, jawohl. 1:0 durch Häupi. Und Hummels mit einem entsetzlichen Fehler, der deutsche Nationalabwehrspieler. Und das war ein richtig guter Schuss. Wir sehen das nochmal, der Ballverlust. Und dann machen sie es über einen kleinen Umweg. Man hätte ja schneller spielen können. 1:0 für den Gastgeber, für Schalke in der 29. Minute. Dortmund bislang mit schwacher Leistung. Auch wenn sie immer wieder gute Ideen haben, es mangelt an der Ausführung. Lars Unnersteil mit der nächsten Aktion im Schalker Strafraum. Affelei mit Luis Häupi. Pass auf Christian Fuchs. Affelei, wieder kommen sie da einfach durch. Hünteler setzt sich stark durch und das ist die Chance für Neustädter. Fafan hat die nochmal. Fafan. Hünteler kommt wieder an den Ball. Neustädter und jetzt ist der Ball da frei. 2:0, das gibt es ja nicht. Affelei macht es jetzt selber. Dortmund kriegt den Ball nicht weg. Und dann nutzt Schalke das konsequent aus. Ibrahim Affelei, 34. Minute, 2:0. Hier sehen wir es. Der Ball, der sprang Affelei vor die Füße, weil der abgefälscht war. Hier sehen wir es, Hünteler. Und dann ist das natürlich kein Handspiel. Aber dahinter steht Affelei, der ihn reinhaut. 2:0 für Schalke Dortmund. Jetzt in einer denkbar ungünstigen Situation für den deutschen Meister. Schmelzer mit Lewandowski. Gündogan. Reus. Handspiel. Habe ich da gesehen. Wird anscheinend aber nicht geahndet. Die Pfiffe von den Rängen. Zu Recht meiner Meinung nach, denn die Hand war da meines Erachtens draußen. Jones setzt sich gut durch. Ist ja gelb vorbelastet. Durch das Foul an Key. Häupi. Mit Hünteler. Wieder stark gespielt. Und wieder bekommen sie den Ball nicht weg. Hünteler wird viel Platz gelassen. Genauso wie ihm, wie Neustädter. Fafan, starker Schuss. Weidenfeller muss ran. Munteres Spiel in Dortmund. Macht Spaß zuzugucken. Einzig und allein der Gastgeber. Der ist im Moment etwas enttäuschend. Aber das war einmal mehr gut gespielt von Blaschinkowski mit Gündogan, aber dann verlieren sie den Ball und Schalke scheint immer etwas schneller zu denken bislang. Fuchs mit Affelei. Langer Ball und wieder Subotic gegen Luis Häupi. Einwurf für Schalke, etwas ungünstig geklärt von Subotic. Fuchs mit dem ganz langen Einwurf, mit dem ganz weiten Einwurf, Weidenfeller draußen. Er entschied sich rauszulaufen, war auch nicht mehr im 5-Meter-Raum, bedeutet also, war für seine Sicherheit selbst verantwortlich. Leitet aber damit eine gute Chance ein für Lewandowski, aber das war etwas ungenau gespielt. Trotzdem, Lewandowski stark gemacht, Unnersteil! Dicke Chance für Dortmund und Unnersteil mit einer Wahnsinnstat. Der Schalker Keeper, richtige Entscheidung, diesen Mann aufzustellen. Reus, nächster Schuss, nächstes Mal Lars Unnersteil. Nach dem Ding eben war das eine Trainingseinlage für die Nummer 33 bei Schalke. Erste Halbzeit ist vorbei. Der Schiedsrichter Ansgar van Hornstein beendet die Partie für die Halbzeitpause. 2:0 für eine stark spielende Mannschaft aus Gelsenkirchen. Durch die Tore von Luis Häupi und Ibrahim Affelei. Dortmund mit sehr großen Problemen.
Natürlich hatte man Chancen, natürlich hatte man wahnsinnig große Chancen bislang. Aber Schalke spielt sie deutlich konsequenter zu Ende. Dortmund offenbart erneute Schwächen. Und allmählich befinden wir uns in einer ungünstigen Lage für den deutschen Meister. Hier nochmal der Kopfball, aber ich warte nochmal auf eine Wiederholung. Eventuell dieser Riesenchance da kurz vor der Halbzeit wird anscheinend aber nicht gezeigt. Schade, das war ein Riesending. Wir machen Halbzeit in Dortmund und melden uns dann in 15 Minuten zur zweiten Halbzeit des Derbys wieder. Dortmund gegen Schalke 04.